So Leute, willkommen zurück bei Arkham Asylum und wir sind hier in der Kanalisation und haben gerade ein paar von den E-Mails von Dr. Young belauscht und dem Schriftverkehr mit Joker. Ziemlich krank die Sache. Ach ja, das wollte ich sowieso schon mal erwähnen, eigentlich in der vorletzten Folge, da war es zu knapp und mir ist gerade nicht eingefallen. An ganz Anfang sind wir doch durch den Gang gelaufen und da bin ich wegen der Doktorin nochmal zurückgegangen ein Stück. Das war Dr. Young. Ich wollte gucken, ob das wirklich Dr. Young ist, was ich da sehe, und ja, sie war's. Es war Dr. Young. Das hast du gefunden. Und deshalb war sie auch verschreckt, als er wieder zurückkam. Ja, an das da hinten komme ich noch nicht ran. Da brauche ich erst noch ein anderes Update. Daher, ich komme hier sowieso noch nicht an alle ran. Aber ich sag dir, ich komme hier noch später noch mal hin. An das komme ich auch noch nicht ran. Ah. Hört ihr das Lachen bei den Joker-Zähnen? Ha, 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 ha. Und noch mehr Zähne. Zähne heißt Erfahrungspunkte und gleichzeitig KP und gleichzeitig Erfolge. Tür öffnen. Jo. Oh. Was zum Zuhören. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 2. Name des Patienten Waylon Jones alias Killer Croc. Kommt jetzt der Teil, wo Sie versuchen, mich zum Nachdenken zu bringen? Wo Sie herausfinden, warum? Ah, Crocky ist bedrohlich, oder? Also ein bisschen auf jeden Fall mal. Aber jetzt mal wieder weiter. Hier ist nichts, wofür man sich Sorgen machen müsste, außer eine Wand, die gesprengt werden muss. Damn. Mit extra cooler Szene. Oh mal. Ah, das war die Seite, wo ich durch. Was ist denn da unten? Eine große Schlucht mit nix. Okay. Oh mal, der wollte die Aufzeichnungen von Dr. Young und die sind noch in der Villa. Heißt das nicht was? Ah. Zugang zur Waffenkammer haben. Nicht nur scheint so. So. Erster K.O. So, weg hier. Und auf zum zweiten hoch. Batsch, damn. So. Nächster K.O. Und wieder hier rein. Was haben wir denn noch so? Da oben haben wir einen Eingang, da unten haben wir einen Eingang. Musste ich den oberen oder unteren nehmen? Na egal, ich hau erstmal ein paar Leute kaputt. Normalerweise kriegt man so nämlich immer einen K.O. Ich werde meinen Namen in dein Gesicht kissen. Bam, bam,
Oh, das ging daneben. Das, das. Bam. Und das Blut. Bam. Dam, dam, dam. Und noch den K.O. hauen. Ah, Bein gebrochen. Das muss wehtun. Aber egal, ich komme jetzt durch den Haupteingang geradeaus. Oder auch nicht. Okay, wie komme ich hier noch hoch? Ja, das hier war so eine Schwierigkeit. Ich glaube zwar nicht, dass das hier der richtige Weg ist, aber naja. Wie komme ich jetzt hier nochmal gescheit hin? War auf der Seite? Moment, auf der Seite war wirklich was, allerdings glaube ich kein Weiterkommen. Ich glaube hier war irgendwo eine, genau, Riddler-Trophäe. Diese Trophäe war ein Test. Gut gemacht. Du hast den niedrigsten Grad erreicht. Ja, ja, sei nur so weiter. Irgendwann kriege ich dich, Nigma. Edward. Alias, wie du dich jetzt auch immer nennen willst. Wie kam ich da jetzt nochmal hin? Das war schon beim ersten Mal so ein leichtes Problem. Dass ich irgendwie keinen direkten Weg dorthin gefunden habe. Irgendwie habe ich es allerdings dann doch geschafft. Okay, der kann da nicht drüber springen. Okay, weil, naja, der mit Stacheln überzogen und, naja, über Stacheln kommt man etwas schlecht drüber. Und Batman ja sowieso schon mal nicht, daher. Weiß ich gerade überhaupt gar nicht mehr, wie man da hochkam. Verdammte Stacheln. Konnte ich... Nee, da sind auch alles mit Stacheln voll. Ernsthaft, wo ging es da nochmal hoch? Hört auf mir. Haut mich mal bitte, ich muss hier überhaupt gar nicht rein. Haut mich. Ich muss da überhaupt gar nicht hin. Naja, auf nach Arkham Ost. Ah. La 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 la. Du wirst mich nicht kriegen. Joker. Ich lache hier gleich nach. Bam. 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 Los, Konter. Quatsch. Draufhauen. Kontern. Bam. Bam. Ah, verdammt, der Konter ging ein bisschen schief. Ich sag ja, dieser. Eine einzige mit Waffe ist ziemlich nervig. Ich sag's immer wieder, dieses Kontern will nie so ganz klappen, aber naja. Gegnergruppen besiegen kriege ich trotzdem hin, wie man sieht. Und das war jetzt ein mieser Kampf. Die leben auch nicht mehr, schade. Ich verliere die Männer so schnell, dass ich gar nicht mit dem Zählen nachkomme. Ich wette. Bam. Aber sei gut. Scheiße.
Batman, Batman. Shitty, shitty, shitty. Okay, 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 okay. Dass ab heute alle Aufseher in Arkham wegen finanzieller Einsparungen gefeuert sind. Gefeuert, scheiße. Ist das eine Riesenstatue? Ernsthaft, da steht eine Riesenstatue. Frag mich nicht von wem, aber da steht eine Riesenstatue und die ist mir davor noch nie aufgefallen. Ah, Tonband. Hab ich fast übersehen. Aufgezeichnetes Patientengespräch. Das Objekt hat keinen dokumentierten Namen. Alias Name Joker. Im Raum befinden sich Anstaltsleiter Scharf und ich, Dr. Young. Ist das wieder einer dieser langweiligen Psychokarakterisierungstests? Nein, ist es nicht. Also, du bist der berühmte Joker. In Fleisch und Blut, na Doc? Wollen Sie, dass ich mir wieder die Tintenkleckse anziehe? Der erste ist das Kätzchen, das ich hatte, als ich klein war. Der zweite ist... Mal sehen, ist ein toter Elefant. Der dritte ist... Sehr komisch. Lassen wir mal die Witze... Die Witze lassen? Hey, Schappi! Hat sie nicht mal eine Krankenakte bekommen? Sei still, Clown! Jeder Arzt, der dich je befragt hat, diagnostiziert eine andere Psychose. Alles Mögliche von multipler Persönlichkeit bis hin zu... Naja, die Liste ist endlos. Ich tue mein Bestes. Das glaube ich nicht. Jede Krankheit kann geheilt werden, wenn man die richtige Behandlung... Den kann man nicht heilen. Ah, ihr weiß, was es heißt.